Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Jetzt haben wir fast 5:30. Da ist nochmal ein Hirsch. Komm, den versuchen wir nochmal zu holen. Ey, bleib stehen, bleib stehen. Wie geil ist er denn? Mann, in den Boppes. Mal zu niedrig. Komm, rüber. Bim. So, hinterher. Heute, heute, heute sind gut. Leute, heute gibt es heute. Na, da war nichts. Komm. Aber der müsste ja jetzt eigentlich gleich wieder abkacken. Hirschlein. Ah, jetzt war ich. Ja, und da liegt er. Ich war jetzt noch nicht im Shotgun Messiah. Bär. Nein. Nein. Bleib da. Bleib weg. Bäh. Die Viecher. So. Komm. Zieh durch, Junge. Mensch. So, weg. So. Boah. Puh. Ah, diese Aufregung hier. Federn. Ja, schön. Super. Ja, wir haben auf jeden Fall genug für die Forge zusammen. Das heißt, ich gucke jetzt noch einmal, ob ich schnell in den Shotgun reinkomme hier. Ich fürchte nicht. Ansonsten markiere ich mir das mal eben hier. Save Waypoint. Nehmen wir sowas. Shotgun. Dann können wir nachher. Ich will mal gucken. Wenigstens einmal schnell schauen, ob wir hier reinkommen. Irgendwie. Ah, durch die Türen, das dauert. Ja. Oh, da ist jemand. Vielleicht gibt es irgendwelche Rezepte. Nee, gar nichts. Na gut, dann kommt erstmal her. Komm mal raus ins Licht hier, wo ich dich sehen kann. Ist ja sonst unfair, ne? Für dich. Upsi. Och. Haben wir es wieder raus hier. So. Leg den nieder. Den dicken auch nochmal eben. Ist es ein verpassen. Komm. Ich glaube, die sterben nicht in der radioaktiven Zone, ne? Schnell die Tante ablenken. So. Ja. Das haben wir auch mal besser hingekriegt. Yay! Der war aber vorbildlich, der Schuss. Ups. Ja, sagte er und zimmert direkt wieder daneben. Und du kriegst es jetzt so. Was ist so dunkel da drin? Tada! Oh, 20 Skillpunkte schon. Geile Sache. Warte mal, dann können wir da was mitnehmen. Gucken, was die beiden noch haben. Hm, Wasser. Wasser ist gut. Und Mutti, wir haben immer noch keinen Kochtopf. Aber wenn wir die Forge machen, dann können wir uns einen Kochtopf herstellen. Dann ist uns das erstmal egal. So, wie sieht's denn hier aus? Also, da gucken wir auch mal rein. Nix. Kisten muss ich jetzt aufkloppen. Vielleicht sind hier ein paar Tokens? Ja, perfekt. Okay, ich glaube, eine komplett volle Waffe werde ich nicht finden. Vielleicht sollte ich auch noch ein bisschen warten, bis mein Level höher ist. Oder was sagt ihr? Obwohl, für so eine Schematik. Oh, lass ich mir die Lumpen. Die nehmen wir mit. Was liegt hier rum? Ein bisschen Müll. Oh, ist aber echt dunkel. Aber dafür. Hihi, Abkürzung. Gut, gut, gut. Papier, nö. Da können wir mal eben schnell reinschauen. So ein komplettes Hunting Rifle wäre jetzt nett. Mit 200 Schuss dabei. Oh. Ding, ding, ding. Kann ich den auch mal wegschmeißen? Nee, ich lasse das einfach mal erstmal drin liegen. Was war das denn hier? Rocket Launcher. Das sah eben aus wie Bellows. Stone Axe schon mal machen, weil die ist leicht durch hier. Na komm, schmeiß weg. So. Und. Nix. Ist ja nun kleiner.
So, dann bin ich mal echt gespannt, wenn wir zu Hause sind, ob dann da die Hölle losbricht, wenn die Dame kommt. Boah, wie soll denn das funktionieren? Echt, also das ist mir gerade noch so ein bisschen ein Rätsel. Den Safe lasse ich, komme ich nicht ran. Manchmal brauchen wir nicht, vielleicht ist da hier ein bisschen Antibiotikum oder irgendwas. Ja, und ja, ich weiß, ich sollte mir eine Bedroll machen, mache ich auch. Mal leeres Glas, nehmen wir mal mit. Kann man immer gebrauchen. So, die Kiste können wir auch nochmal eben aufmachen. Ja, also ihr seht schon, es ist, wenn die Emmas jetzt so kommen wie in der letzten Folge, gute Nacht, echt gute Nacht. Für Stock, okay. Das bringt mir alles nichts, wenn ich das Rezept nicht habe. Die ist untouched. Nee. Vending Machine. Das ist echt gut, ey. Bier? Nee, ich brauche nichts. Haben sie jetzt die Biercooler weg? Nee, da sind die Cooler noch. Ach, wisst ihr was? Ups. Ist er hingefallen. Oh, da muss ich unbedingt mal auf 100er Sachen kommen hier. Das ist auch noch ein klein wenig ein Krampf. Arrow. Drei Stück nur noch, weil ich nur noch drei Steine habe. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, flitzen wir mal eben schnell zurück. Wo waren wir denn da, ne? Ich glaube, da war es. Genau, da ist der Wender-Dingsbums da. Gut, wir gehen zurück und wenn wir noch Tiere sehen, erlegen wir die natürlich. Kann nie genug Animal Hides haben. Hab ich noch irgendwas, was ich... Das scrappen wir mal schon mal. Die Axt brauche ich auch nicht. Und ja, ein paar Steine müssen wir noch holen. Vielleicht finden wir Mini-Beigreifen, die wir dem Kollegen dann verkaufen können. Das wäre natürlich richtig toll. Gucken, dass wir den Bär nicht über den Weg laufen. Da liegen aber viele Reifen rum jetzt doch. Und vorbeigehen, mal so ein bisschen Stein mitnehmen. Ach, das war eher Eisen. Ach nee, mein Gescrappe war fertig, alles klar. Ach ja, sehr schön. So, Holz sollte ich auch noch mitnehmen, um das da ein bisschen abzusichern. Machen wir jetzt mal eine neue Axt. Kann ich nicht, keine Steine. Aber es geht ja doch jetzt schon wesentlich schneller hier. Oh, ist das hübsch. Schaut euch das an. Brutz. Ach, die erste Nacht. Ich bin gespannt. So, nehmen wir mal hier ein bisschen Stein mit. Stone Eggs. Mach mir eine. Und dann ist halt das Ziel, möglichst schnell auf Stahl zu kommen. Ich habe noch gar nicht in die Skills geschaut, was es da Neues gibt. Das machen wir gleich mal. Oder während der Nacht. Die Forge bauen. Ja, die baue ich mir auch ins Haus rein. Oder? Jetzt geht die bei einem Vendor hin unten. Nee, ist zu weit. Nee, ich will die dabei haben. Ich will die Forge direkt da haben. Da muss ich noch Clay holen. Oh, jo. Gut, dass ich mich selber dran erinnere. So. Den nehmen wir noch mit. Wie viel Stein haben wir dann? 40 knapp, okay. Ein bisschen Platz. Machen uns ein paar Pfeile. So. Boing. Und die Skills schnell nach oben hier. Oh, da ist der Bär da hinten. So reicht erstmal. Erstmal. Wir haben zu Hause auch noch ein paar Bäume. Ja, das wird klappen. So, wie sieht's aus hier mit Bedroll? Und Gras mitnehmen. Ja, da sterben sie überall. Bär ist nicht da, gut. Den holen wir uns aber auch noch auf jeden Fall, aber nicht jetzt. Noch mal irgendwann. Wir haben Durst, oh, haben wir genug zu trinken dabei.
Was rennt denn da an? Hühnchen. Hühnchen in der Wüste. Komm. Danke. Also Essen haben wir genug, zu trinken haben wir dann auch genug, wenn wir mal alles verkocht haben. Okay, da ist der Trader. Eine Schaufel könnte ich mir mal machen. Aho, nee. Stone Shovel. Crafted Baby. Und wie wir sehen, haben wir null Platz. Scrappen wir das mal eben. Die Federn lasse ich erstmal. Vielleicht können wir uns ja schon eine Crossbow machen. Gleich, irgendwann. Clay vorkommen. Da ist Clay. Ist das einfach eine Höhle? Nee, ne? Das sieht einfach nur ein bisschen so aus. Was ist das denn? So, hier ist Clay. Yeah, Clay. Jetzt brauche ich nur noch mehr Platz. Nee, bringt nichts. Schiede, was mache ich? Hunting Rifle Parts, die sind echt schlecht. Mir fehlt jetzt gerade so die... Das Scrapper bringt das nichts. Schlafsack ist da. Komm, erstmal ein bisschen Pasta. Und da läuft ein Schwein. Und das lasse ich erstmal laufen. Und erstmal Clay. 50 Clay braucht man, ne? Ja. Beziehungsweise Forge brauchen wir 50 Clay und für die Bellows. Inventar 20 Wood haben wir alles. Jetzt muss ich es aber eben erst erlösen hier. Achso, boah, super. Das ging ja fix. Sehr schön. Mehr Haut braucht das mal, das Land. Oder braucht der Mann? Zack. So, bei 50 Clay darf es natürlich nicht bleiben. Wir brauchen ein bisschen mehr. Damit wir auch nachher schön noch Eisen einschmelzen können und dann was Neues rausmachen können. Bist du Clay? Du bist Clay. Super. Super schön. Und zack. Ich lege mir den Clay mal hier unten rein. Können wir sehen, wie viel wir haben. Das geht ja doch recht schnell. Ach, ist das schön. So. Jetzt werden wir uns die ersten Eisenwerkzeuge machen können. Geht's richtig los. Dann geht das ein bisschen fixer alles. Dann muss ich gleich vor der Hütte noch die Bäume holen. Weil wir noch mehr Holz brauchen, zum Verfeuern, zum Aufrüsten und so weiter. Und so 300 Clay, das sollte dann erstmal reichen. Oder 302, geht auch. Gut. Back to the roots. Ach, da sind wir schon. Das war ja fix. So, jetzt hoffe ich, dass die Emma weg ist. Ich habe gar kein Gas jetzt drauf. Aber es sieht bis jetzt ganz gut aus. Mhm. Gibt's doch nicht. Och Mann, Digga. Okay, das ist sehr lustig. Hallo, mein Schatz. Ja, was ist denn jetzt los hier? Jetzt geht hier richtig Party ab, oder was? Och, Leute. Fettsack, komm raus da. Okay, der hängt da fest. Ey, hör auf, meine Veranda kaputt zu machen hier. Blöder Typ.
So, hinlegen. Ja, toll. Na, willst du wohl? Geh kaputt. So, danke. Und jetzt sollte ich wahrscheinlich... Nee, was macht er? Wieso? Mal ganz schnell hier die Korps wegmachen. Wahrscheinlich haben sie das geändert für die Heatmap. Dass wenn man hier die Dinger nicht wegmacht, dass dann die anderen doch sehr stark angezogen werden. Das war ja früher so mit das erste, wo diese Heatmap entstanden ist. Ich weiß, ich brauche kein Room Inventory. Dass die Zombies doch sehr angelockt hat. Also hier diese Matschehaufen. Wo ist der andere Kollege? So, auf die Knochen gebe ich jetzt erstmal einen feuchten Fufurt. Erstmal hier die Türe zu. So. Das lassen wir so. Fenster können wir nochmal ein bisschen machen. Das gibt jetzt natürlich richtig gut Punkte für den Dingenskill hier. Construction Tools und dann können wir damit, so war es zumindest früher, wunderbar unser bis zum Dingens hochleveln hier. Sag schnell. So ein Fenster würde ich aber gerne lassen. Nee, komm da oben, die lassen wir mal. Damit ich ein bisschen rausgucken kann. So. Zum Stahl, genau. Jetzt wollte ich mal einmal schnell schauen. Journal, no skills. Wo ist es denn? Steelsmithing, da brauchen wir. Construction Tools muss hoch sein, genau. Concrete Mix kommt dann. Brauchen wir Level 20 und für Steel brauchen wir Level 40 bei Construction Tools. Und das kriegen wir halt hoch, wenn wir hier Sachen upgraden. Das können wir gleich mal gucken. Und das war's mit dem Holz, ja, super. Okay, ich schmeiß erstmal alles, was geht, in die Kiste rein. Es gibt, genau, Sortierfunktion. Gibt es die jetzt auch? Sort Container, ja. Okay, nach was auch immer der das dann sortiert, aber er sortiert das irgendwie. So, schaut euch das an. 28 Heiz haben wir, perfekt. Erstmal alles da rein, was nicht nied- und nagelfest ist. So, Batterie, das. Bedroom lege ich mir jetzt hin. Die Wrench lasse ich auch erstmal hier. Die legen wir uns hier unten hin. Schön neben dem Kollegen, damit er nicht so alleine hier tot ist. Dann holen wir uns mal die Bäume oder holen wir uns lieber die anderen wegen der Heatmap. Wir holen uns lieber die anderen. Wir laufen nicht Gefahr, dass die Heatmap so nach oben schießt. Wir haben es ja erst 8:30, also da ist noch ein bisschen Luft. Und dann machen wir vielleicht die Forge. Und dann einen Topf und dann Stahlwerkzeug. Und dann, wenn wir ganz, ganz, ganz großes Glück haben, sogar schon... Da ist noch ein Haus. Jetzt, wenn ich aus dem Forge haus, dann drehe ich durch. No. Aber da ist noch ein Haus. Und wenn wir ganz großes Glück haben, eine Crossbow, das wäre natürlich super. Das werden wir in dieser Folge nicht mehr schaffen, aber wahrscheinlich in der nächsten Folge. Wenn denn unser Leder reicht, was wir da gefunden haben. Ja, das ist das gleiche Häuschen, wie ich es habe. Nur ein paar Fertighäuser hingepflanzt hier. Das wäre im echten Leben geil, oder? Mitten in der Pampa so ein Häuschen am See. Oh mein Gott. Construction Tools Level 9. 1000 Holz hätte ich schon gerne. Also das mit der Fernsicht ist echt gut gemacht. Wenn ihr was rumschreien hört, ist es Fußball unten. Nicht wundern. Ich habe das Fenster auf. Ein Schissbaum. Boink. Kann kein Schwein leiden hören. Tut mir leid, Schweinchen, das geht so nicht. Level 6, 25 Skillpunkte schon. Oh, das können wir auch mal machen. Oh, wir haben so viel zu tun hier. So viel zu tun, doch immer so wenig Zeit. So, schön dem Schwein den Popo versohlen. Batsch. So, das machen wir auch weg. Keine Reste lassen. Ah, Ausdauer. Nee. 25 Skillpunkte schon, das ist gut.
Ich mache mal eine neue Axt. 7. Nee, machen wir mal 2. So, guck mal, 31er schon, sehr gut. So, Stinkefleisch weg. Und wieso habe ich das Benzin mitgenommen? Na, egal. Tschüss, Bäumchen. Ist ja schon mal schön, dass man nicht mehr so oft durch Bäume stirbt, wie es war früher ja mal anders. Dann hoffe ich, dass wir irgendwie diese Nacht überleben. Irgendwie. Das muss irgendwie klappen. 4, 3, 2, 1, Baumfeld. So, was haben wir denn jetzt? 755 Holz. Ja komm, das reicht. Was ist das schick? Kaktus in der Sonne. Ja, sehr schön. Okay, ab nach Hause. Schnell Pipi machen und dann eine Forge bauen. Nee. Nee, nee. Also die Zombies, die waren gerade noch nicht hier. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man einmal aus dem Chunk raus ist, also ein Chunk ist ja so ein Gebiet hier, in dem das Spiel um den Spieler berechnet wird, weiß ich jetzt gerade nicht, ob er das dann nicht einfach wieder so, ach nö, da ist gerade keiner, ach, da kommt wieder jemand und zack, sind die Zombies wieder da. Wäre blöd, ist vielleicht so, ich weiß es nicht. Los, lauf! Home sweet home. Sollen wir mal eine Tür bauen? Secure wood door. 5 Sekunden. Zombies stehen ja auf Türen, wissen wir ja. Vielleicht so ein bisschen Spaß hier, wenn die kommen. Und nochmal aufwerten das Ganze. Wumms. Gut, dann sollen wir mal gucken, ob wir uns Bellows machen können. Animal Hide, 2 habe ich. Und ja. Aufzugkiste und Fackeln brauche ich auch auf jeden Fall. Bellows einmal bitte. Und dann für die Forge brauchen wir natürlich die Bellows. 50 Lamp of Clay. 50 Small Stone. Okay. Schnell nochmal kleine Steine holen. Schnell, schnell, schnell. Und. Verdammte Axt, wo kommt der denn her? Och Mann, ey. Das ist echt neu. Irgendwie haben sie da irgendwas gedreht. Bär. Einfach mal vor der Haustür auf einmal. Ach, interessante Geschichte, habe ich letztens gelesen. Irgendwo nördlich von Sibirien ist so eine Forschungsstation. Jetzt aus dem echten Leben. Und da sind halt 12 Forscher oder 5 Forscher, ich weiß nicht wie viele. Und die werden ja seit Wochen von Eisbären belagert und kommen da nicht weg, können nicht mehr rausgehen. Und sämtliche Forschungen sind eingestellt worden und die hängen jetzt da wirklich fest. Und ja, haben immer Eisbären vor der Hütte. Gott sei Dank nicht in der Hütte, aber die können jetzt nichts mehr machen. Das ist schon eine ziemliche Scheißsituation, denke ich mal. Haben jetzt dann irgendwie von einem Hubschrauber da Leuchtfackeln bekommen, die der abgeworfen hat, damit sie die Bären vertreiben können. Erschießen können sie die ja nicht. Weil es gibt ja nicht mehr so viele. Und das ist schon nicht so toll. Wumms. Und ich drücke den Knopf. So, jetzt wird die Forge gebastelt. Der ist echt. Das ist unglaublich, ey. Da steht ein Bär vor der Tür. Ob ich reinkomme, ohne den zu triggern? Das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.